Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Wie ihr wisst, ist heute der erste Dhul-Hijja und die ersten 10 Tage von Dhul-Hijja, das sind Tage, die wir besonders mit zusätzlichen Ibadat ausfüllen sollten, weil das die besten Tage im Jahr sind. Und viele fragen dann natürlich, wie ist es mit dem Fasten? Natürlich der 9. Dhul-Hijja, der Tag von Arafah, der tilgt die Sünden vom vorherigen Jahr und vom Jahr, was folgt. Aber dann haben Brüder bzw. Schwestern gefragt, wie ist es mit dem Tag von Jumu'ah, wenn man da eigentlich nicht fasten soll? Was ist damit in diesen Tagen? Wie ihr wisst, gehe ich nach dem hanbalitischen Madhab im Allgemeinen. Und im Hanbali Madhab, ich lese hier vor aus dem Buch Mana'u Sabil, da ist es makruh, kuriha, ifradu rajabi wal jumu'ati wal sabdu bisawm. Also, dass Jum'a, also Rajab, Jum'a, Sept zu fasten, einzeln zu fasten, spezifisch zu fasten, ist makruh. Aber Ifrat, was heißt Ifrat? Das heißt, wenn ich nur den Jum'a faste und nur den Yom Sept, den Samstag faste. Hier steht, li Hadith Abi Huraira marfu'an. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم صوما قبله أو يوما يوما قبله أو يوما بعده. Dieser Hadith wurde überliefert in Bukhari, Muslim, Abu Dawud und Tirmidhi. Es soll keiner den Yom al-Jum'a fasten, außer wer einen Tag davor fastet oder wer einen Tag danach fastet. Und also Hadith لا يصوم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. Und dieser Hadith, der wird also angezweifelt. Also man soll Yom al-Sabt nur fasten, wenn es in einem Pflichtfasten ist. Aber wie gesagt, hier steht ja schon, لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. Und das würde ja, also außer dass man vorher oder nachher einfasst. Und wenn ich jetzt den Sabt fasten würde, habe vorher Jumu'ah gefastet, dann wäre das ja auch was? Dann wäre das ja auch nicht unbedingt bei einem Pflichtfasten. Deswegen, es ist makruh einzeln. Das heißt, ich faste Donnerstag nicht, ich faste Samstag nicht, ich faste nur Jumu'ah. Ich faste Freitag nicht, ich faste Sonntag nicht. Und was den Sonntag angeht, da gibt es keinen Beweis für, dass man Sonntag nicht fasten kann. Es gibt einige Gelehrte, die das gesagt haben, dass man das nicht machen soll, weil das das Eid der Christen ist. Aber es gibt keinen authentischen Hadith im Koran oder in der Sunna, der das verbietet. Das ist meine Botschaft an euch, kleine Information. Wie gesagt, Yom al-Jumu'ah einzeln zu fasten, Yom al-Sabt einzeln zu fasten, ist makruh. Das nennt man im Arabischen Ifradul Jum'ati wa Sabti. Ja? Aber wenn man davor einen Tag fasst oder danach, ist das kein Problem. Nach dem Hadith, den ich euch eben genannt habe und anderen Aussagen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.